Grüß euch! Schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute machen wir was richtig Gesundes aus Grünkohl und aus diesem Superfood mache ich einen Auflauf. Das kann man als Beilage oder auch als Hauptgericht machen und das weicht natürlich komplett ab, was man so normal kennt aus dem Norden. Und ich würde sagen, wenn es euch interessiert, bleibt dran, dann erfahrt ihr nach und nach die Zutaten. Die gibt es wie immer in der Infobox. Und jetzt geht's los und Action! Wir brauchen Kartoffeln dazu und die werden als erstes geschält. Die Kartoffeln sind jetzt geschält und gewaschen und jetzt werden sie noch klein geschnitten. Die Kartoffeln werden jetzt klein geschnitten in so mundgerechte Stücke und die werden jetzt in einem Schnellkochtopf gekocht. Im Schnellkochtopf ist noch ein bisschen Wasser drin. Da kommen jetzt die Kartoffeln mit rein. Etwas Salz dazu. Jetzt Deckel drauf. Verschließen. Ich lasse jetzt nur das Ventil ganz hoch steigen und schalte den Herd dann sofort ab und lasse den auf dem Herd abkühlen. Wenn ihr den Grünkohl kauft, müsst ihr darauf achten, dass das so aussieht und nicht so einzelne Blätter bekommt. Die halten sich nämlich nicht so lange frisch und so ist das ideal. Das streifen wir jetzt einfach von den ganzen Blättern einfach das ab hier. Abstreifen ist eigentlich ganz einfach von dem von der Rippe, sage ich mal, einfach so wegbrechen. Das ist wirklich nicht so schwer. Und das muss man auch nicht so gründlich machen. Da darf ruhig noch was dran sein und schon ist das fertig. So, das Ventil wäre vom Schnellkochtopf jetzt ganz oben. Und jetzt einfach nur den Herd abschalten und den Topf auf der Herdplatte lassen und da drauf abkühlen lassen. Wir haben sowieso noch einiges zu tun. Ich habe einen großen Topf mit Wasser aufgesetzt und das kocht jetzt schon bereits und das wird jetzt erstmal etwas gesalzen. Mal kurz warten, bis es richtig kocht und da kommt jetzt der Grünkohl rein. So, und der wird jetzt da drin so 5 Minuten blanchiert. Schön runterdrücken, dass alles im heißen Wasser ist. So, den Herd habe ich natürlich auf volle Leistung, dass es schnell wieder zu kochen anfängt. Der Grünkohl hat jetzt 5 Minuten lang gekocht und jetzt gieße ich ihn durch ein Sieb ab, damit er gut abtropfen kann. Den Grünkohl habe ich jetzt abgegossen und habe ihn mit kaltem Wasser abgeschreckt. Und jetzt lasse ich ihn ein bisschen stehen, damit das Wasser abtropfen kann. Und jetzt brauchen wir nur noch den Grünkohl etwas klein schneiden. Einfach nur etwas so klein hacken. So, jetzt können wir am Herd weitermachen. Da kommt in die Pfanne, den Herd habe ich schon angeschaltet, ein schönes Stück Butterschmalz rein. Und da kommt eine Zwiebel rein. So, die Zwiebel braten wir an, bis sie etwas Farbe bekommt und dann geht's weiter. Für den Grünkohlauflauf brauchen wir noch eine Orange. Die werde ich jetzt nebenbei schälen und klein schneiden und auch die 2 kleine Äpfel werden auch noch klein geschnitten. Die brauchen wir auch beide für das Gericht.
Die Zwiebel hätte jetzt genug Farbe. Und jetzt gebe ich noch eine klein geschnittene Knoblauchzehe dazu. Und jetzt kommt der Grünkohl, der klein geschnittene Grünkohl dazu. So, den ersten Apfel habe ich schon klein geschnitten, den gebe ich gleich mit in die Pfanne. Jetzt kommt der zweite Apfel dazu. Wie schon gesagt, ihr könnt auch einfach nur einen großen nehmen, aber das sind jetzt zwei kleine. So, die Orange wäre jetzt auch geschält und klein geschnitten und jetzt kommt die auch dazu. So, und das lassen wir jetzt noch ein paar Minuten auf dem Herd vor sich hin dünschen. So, jetzt machen wir uns eine Ei-Sahne-Schmandmischung. Dazu brauchen wir 4 Eier. Sahne. Einen Becher Schmand. Man kann auch gerne Crème Fraîche verwenden. So, das wird jetzt gewürzt mit Salz. Pfeffer. Und Abrieb einer Muskatnuss. Und mit einem Schneebesen wird das jetzt verrührt. Okay, jetzt können wir alles in der Auflaufform zusammenbringen. Kartoffeln drauf. Und schön gleichmäßig verteilen hier. Jetzt kommt der Schafskäse drauf. Also ich finde ihn wirklich sehr passend hier. Jetzt gebe ich den restlichen Grünkohl drauf. Kommen die restlichen Kartoffeln dazu. So, die andere 100 Gramm Schafskäse. Jetzt unsere tolle Ei-Sahne-Schmandmischung darüber gießen. Den Backofen habe ich jetzt übrigens vorgeheizt auf 160 Grad. Wunderbar, alles rein hier. Und obendrauf gebe ich noch Gouda. In Scheiben oder gerieben, wie man mag. So wäre das fertig und so kommt das im Backofen bei 160 Grad zwischen 30 und 45 Minuten und wenn das fertig ist, zeige ich euch den fertigen Auflauf. So schaut unser fertiger Grünkohlauflauf aus. Ich finde ihn richtig lecker, richtig gelungen. Der war bei 170 Grad ungefähr, 45 Minuten im Backofen und jetzt hoffe ich, dass ich euch genug Lust drauf machen konnte, vielleicht sogar Appetit.
Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.